Willkommen zum Interview mit Jacks deutscher Stimme und mir. In diesem Interview gehen wir durch viele eurer Fragen, die ihr unbedingt von ihm beantwortet haben wolltet. Dieses Video ist als kleines Hörbuch bzw. als Podcast gedacht. Das heißt, versorgt euch anständig mit Essen und Trinken, macht es euch kuschelig und genießt das Interview. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß und springen wir sofort rein. Wie war es denn für dich, Jacks zu synchronisieren? Magst du das? Was ist dir aufgefallen in der Art und Weise? Also der Moment selber, hinter dem Mikrofon stehen und es einsprechen, ich meine, natürlich hat mir das schon Spaß gemacht und macht es auch immer noch. Also wir sind jetzt gerade auch, surprise, surprise, dabei Folge 2 zu synchronisieren. Aber tatsächlich muss ich sagen, also den größten Spaß an der Rolle habe ich tatsächlich erst nach Release gefunden, als das Ding dann so abging und die Interaktion mit den Fans und so weiter, das ist schon geil. Aber das Synchronisieren selber war im ersten Moment, zumindest beim Pilot, gar nicht so besonders tatsächlich. Also nicht anders als sonst auch, würde ich sagen. Es war wirklich eher das danach, was mir die Rolle so nahegelegt hat dann. Also ziemlich unspektakulär. Das hast du dann einfach sehr souverän. Ich bin sogar tatsächlich beim Pilot bin ich sogar relativ schnell durchgekommen mit den Aufnahmen. Habe ich gar nicht so lange für gebraucht. Also jetzt für Folge 2 brauche ich schon länger, weil wir auch auf mehr Sachen achten und das Ganze quasi die Qualität noch steigern wollen. Aber beim Pilot, ich war tatsächlich relativ schnell fertig sogar damit. Und wie lange nimmt man sowas auf? Also dauert es mehrere Tage? Kommt ganz drauf an. Also jetzt beim Pilot explizit war es so, dass ich an einem Tag die Takes aufgenommen habe. Und ich habe die dann meinem Co-Regisseur Olli rübergeschickt, dass der drüber guckt, falls ihm irgendwas daran nicht gefällt. Und dann hat er mir halt gesagt, nimm mal an der und der Stelle neu auf, aus den und den Gründen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe bei Pilot waren. Da musste ich auch nicht so viel retaken, aber ich habe halt ein paar Sachen dann neu aufgenommen. Das habe ich dann am nächsten Tag gemacht und dann war ich durch damit. Jetzt bei Folge 2 zum Beispiel brauche ich auf jeden Fall schon länger, weil eben, wie gesagt, weil wir auf mehr Kleinigkeiten achten, um die Qualität auf jeden Fall so hoch zu halten, wie es geht. Da habe ich jetzt auch schon mehrfach neu aufgenommen, verschiedene Dinge. Da kann ich es jetzt gerade schwerer einschätzen, wie lange ich da jetzt schon quasi dran bin. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bekommst du, während du aufnimmst, also quasi kein sofortiges Feedback. Also du musst das immer alles alleine aufnehmen, dann abschicken und bekommst dann erst das Feedback, richtig? Genau, also Olli und ich teilen uns ja die Regie und mit den meisten Sprechern machen wir es so, dass wir wirklich in eine Live-Regie gehen, das heißt, er oder wir beide sitzen dann da mit der jeweiligen Person und geben das direkte Feedback, aber wenn es jetzt nur um uns beide geht, machen wir es meistens auch aus zeitlichen Gründen, aus organisatorischen Gründen so, weil es dann schneller geht, ey, ich nehme das jetzt eben alleine auf und du guckst dann nochmal drüber. Okay. Weil du ja gerade eben schon die zweite Folge erwähnt hattest, wollte ich gerade mal fragen, wie findest du die denn selber? Also bist du zufrieden mit der zweiten Folge? Ja, also ich darf natürlich jetzt nichts vorwegnehmen, was in der zweiten Folge passiert. Aber persönlich muss ich sagen, mich spricht sie mehr an als die erste Folge. Das ist sehr interessant, weil Gooseworks hatte gesagt, dass die zweite Folge total anders gegenüber dem Pilot werden wird. Und zumindest das ist das, was sie sagte. Wir wissen es nicht, du weißt es. Du darfst es aber nicht sagen. Aber ja, wenn du sie gut fandest, dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also mir gefällt auf jeden Fall die Richtung, in die es zu gehen scheint, sehr. Aber das es hat sich wahrscheinlich sagen. Etwas, also es hat sich, wie Gooseworks beschrieben hat, wahrscheinlich etwas geändert, oder? Ja, durchaus. Also ich würde noch nicht von einer hundertprozentigen Änderung ausgehen. Ich würde das jetzt nicht so unbedingt benennen. Aber es ist schon anders und vor allem glaube ich, dass sich die Serie in der Zukunft noch wirklich gut anders verhalten wird. Aber wie gesagt, mir persönlich gefällt es sehr. Aber mehr werde ich auch nicht verraten, denn das werdet ihr dann alles sehen, wenn es soweit ist. Ja, aber ich finde es schön, dass du zumindest das uns erzählen durftest. Ist es
schwer für dich, Jax zu synchronisieren? Gab es da so einige Stellen, die für dich schwer waren? Vielleicht einige Zeilen? Oder auch, weil Jax ja in der Serie nie seinen Mund öffnet, gibt es da Problematiken mit der Lippensynchronisation? Also jetzt im technischen Aspekt? Also mit der Lippensynchronisation per se nicht, weil wir da auch beim Buchschreiben schon mit drauf geachtet haben. Denn manchmal hat er, obwohl er seinen Mund nie öffnet, obwohl er seine Zähne immer zusammen hat, bewegt er trotzdem seine Lippen. Und dass er da halt teilweise dann doch stärkere Mundbewegungen bei hat, wobei er die meiste Zeit eigentlich nur grinst. Aber da haben wir schon im Buchschreiben drauf geachtet, da gab es also nicht den großen Unterschied. Was ein kleines Problem war, ich habe halt versucht drauf zu achten, dadurch, dass er seinen Mund nie öffnet, dass ich das auch ein bisschen in der Sprache mitspiegele. Und ich habe auf jeden Fall schon das Feedback bekommen von manchen, dass es dadurch teilweise leicht schwer zu verstehen war. Also dass ich ein paar Sachen aus Versehen vernuschelt habe dadurch. Da versuchen wir jetzt zum Beispiel bei Folge 2 noch genauer drauf zu achten, dass das zwar irgendwie noch mit rüberkommt, aber halt nicht auf die Verständlichkeit dann verzichtet werden muss. Ansonsten beim Pilot, ich bin ja jetzt letztens nochmal die Outtakes durchgegangen. Ich habe ein paar kleinere Outtakes mir damals rausgeschnitten. Und da ist mir auf jeden Fall auch wieder aufgefallen, ich hatte Probleme tatsächlich mit ein paar Sätzen, zum Beispiel, wollen wir was zum Knabbern holen oder so? Ach, relativ am Ende, ja. Ja, nee. Ich glaube, das war da, als Subel, ja genau, die ist so, oh nein, Subel ist tot. Anyway, wollen wir was zum Knabbern holen? Ah ja, stimmt. Dieses, wollen wir was zum Knabbern holen, ist so irgendwie in der Stelligkeit, das habe ich ein bisschen fertig gemacht, tatsächlich. Aber es ist eine sehr spezifische Stelle. Ansonsten, es hat einfach Spaß gemacht, das rüberzubringen, dieses... Und das war auch am Anfang ein bisschen schwer, aber ich hoffe, ich habe es halbwegs hinbekommen, dieses dauerarschige und sarkastische irgendwie immer mitschwingen zu lassen. Egal, was er sagt, weil das irgendwie immer mit dabei ist. Ja, ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte mich auch gerade gefragt gehabt, was für Charaktereigenschaften du Jax alle gegeben hast, die du dann beim Sprechen im Hinterkopf behältst, um seine Figur gut zu sprechen. Ja, also ich habe im Endeffekt die ganze Zeit beim Pilot darauf geachtet, dass er so eine sehr lässige Haltung hat. Also, ne, dass er irgendwie, egal was er macht, er versucht irgendwie so wenig wie möglich reingeben zu müssen, um es zu machen. Das habe ich auf jeden Fall immer im Hinterkopf gehabt. Und eben dieses, dass er sich immer so ein bisschen... Ja, eben immer so ein bisschen über andere lustig macht, sarkastisch ist und eigentlich halt immer auf Kosten anderer sich einen Spaß erlaubt. Das ist so im Endeffekt, das habe ich immer irgendwie versucht, so ein bisschen mitschwingen zu lassen. Ja, ich finde, das ist dir auch sehr gut gelungen. Also für mich funktioniert's. Für dich auch. Ja, auf jeden Fall, ja. Also zumindest von unserer Seite hast du das sehr gut gemacht. Ja. Das freut mich. Wie findest du, das hast du, Jax, deiner Meinung nach gut getroffen? Ich meine, du hast es so einigermaßen gerade eben schon beantwortet, dass es da auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf gibt, aber bist du so im Grunde eigentlich zufrieden, wie du es gemacht hast? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es gut getroffen habe. Also ich bekomme ja zumindest viel positives Feedback immer wieder, das freut mich sehr. Persönlich, also wenn ich jetzt in den Pilot reinhöre, ich meine, gut, die Aufnahmen sind jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Natürlich finde ich hier und da an Stellen, wo ich sage, oh, ja gut, hätte ich besser machen können. Aber alles in allem, würde ich sagen, bin ich relativ zufrieden noch damit. Mhm. Du musstest ja singen, oder etwa nicht? Als Jax, nee, zumindest im Intro. Nein, musstest du nicht. Nein, das ist ein Irrglaube, den es gab. Weil ich hatte ja kurz nachdem der digitale Zirkus rauskam, auch angefangen, TikTok-Videos zu machen. Womit ich jetzt wieder aufgehört habe übrigens, aber ich hatte da halt, ne, so ein TikTok gemacht, so, hi, ja, ich bin der Sprecher von Jax, hi. Und danach hatte ich auch eins gemacht, wo ich aus Spaß in zugegebenermaßen ziemlich schlecht das Intro gecovert habe, als Jax quasi. Und das hat Leute dazu verleitet zu denken, dass ich das Intro tatsächlich gesungen hätte.
in der Folge. Habe ich aber nicht. Das war jemand anderes. Das war Julian Andreas Engelke. Lustigerweise heißt er auch Julian, aber das war nicht ich. Gibt es dieses TikTok-Video noch bei dir auf deinem Kanal, wo man dieses Cover sehen kann? Weiß ich gerade nicht. Es kann sogar sein, dass ich es irgendwann privat gestellt habe, weil ich eben nicht mehr wollte, dass dieser Irrglaube weiter verbreitet wird. Ich muss zugeben, ich weiß es gerade nicht. Warte, ich kann mal eben nachgucken. Ich habe es tatsächlich privat gestellt. Okay, dann bleibt das am besten auch einfach mal privat. Wird ja schon seine Gründe haben. Muss auch zugeben, es war halt echt nicht so gut. Ich war dann noch nicht mehr so stolz drauf, weil das war dann eins der Videos, weißt du, die halt super viele Aufrufe bekommen haben. Also weiß ich nicht, ob ich das unbedingt hier haben will. Dann, wer ist denn eigentlich dein Lieblingscharakter aus Der unglaubliche digitale Zirkus? Das kommt ganz auf den Aspekt an, unter dem man es jetzt betrachtet. Also einerseits, wie so ziemlich jeder andere auch, mag ich natürlich Jax sehr für seine Attitude und so weiter. Und natürlich, weil ich ihn halt spreche. Ansonsten, ich liebe Kane und seine unglaublich verrückte Art und Weise. Er ist halt sehr unberechenbar. Und persönlich sympathisiere ich am meisten mit Ragatha, würde ich sagen. Okay. Ja, das würde ich sagen. Also je nachdem, unter welchem Aspekt man es betrachtet, wäre es einer von den dreien. Das ist jetzt ein bisschen out of context, aber du hattest Ragatha gesagt, anstatt, also ich war der Meinung, im Pilot wurde sie Ragatha gesprochen. Das war witzigerweise. Also im Intro ist es auch Ragatha. Im Intro wird Ragatha gesungen. Wir nennen sie auch immer noch Ragatha. Das Ding war nur, dass wir hatten das am Anfang nicht genau spezifiziert. Svenja, unsere Sprecherin von Pomni, sie hat auch nicht in Live-Regie aufgenommen, sondern einfach alleine aufgenommen und es uns dann geschickt. Ja. Und sie hat erst Ragatha gesagt. Und dann haben wir ihr gesagt, nee, den bitte neu aufnehmen, der Name wird Englisch ausgesprochen. Und dann hat sie Ragatha gesagt. Und dann waren wir so, okay, entweder wir haben nicht mehr viel Zeit, entweder wir holen jetzt noch eine neue Aufnahme rein oder wir lassen das drin nach dem Motto, sie konnte sich den Namen noch nicht richtig merken. Sehr gut, ja, intelligente Lösung, ja. Ja, und deswegen haben wir dann auch in den Untertiteln zum Beispiel darauf geachtet, dass im Intro Ragatha steht und da an der Stelle steht dann tatsächlich Ragatha ohne das H. Quasi nach dem Motto, dass man wirklich quasi das vielleicht genauer sieht, von wegen so, okay, es ist noch falsch. Also in Zukunft wird sie auch weiterhin Ragatha genannt. Okay. Das war nur quasi die eine Szene. Das finde ich tatsächlich sehr gut zu wissen, denn dann weiß ich auch, wie ich sie richtig auszusprechen habe, weil ich habe sie jetzt auch immer Ragatha ausgesprochen gehabt. Ja, war mir tatsächlich schon aufgefallen, aber habe ich vergessen anzusprechen. Du hattest gerade Pomnis Sprecherin erwähnt, Svenja, so hieß sie. Wie ist denn so die Beziehung innerhalb des Casts? Seid ihr untereinander befreundet? Gibt es da vielleicht eine stärkere oder eine intensivere Freundschaft zu Pomni? Wie sieht's aus? Ich liebe diese Frage so sehr. Nein, also innerhalb des Casts sind wir definitiv ganz gut befreundet untereinander, insbesondere jetzt im Hauptcast. Ich glaube auch gerade dieses Projekt hat da nochmal viel zusammengeschweißt. Also mit vielen der Leuten haben wir natürlich auch vorher schon zusammengearbeitet, jetzt zum Beispiel bei Murder Drones. Aber das hat nochmal definitiv was intensiviert. Aber ansonsten, also zwischen mir und Svenja ist da nicht mehr als zwischen mir und den anderen. Nein. Wirklich? Okay. Erstaunlicherweise, ja. Ja, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich viele enttäuschen. Man weiß es nicht. Ja, das Shipment ist ja irgendwie sehr präsent. Ja, Pomni und Jax. Aber das dann auch gerne unter den Charakteren lassen und nicht auf die Sprecher übertragen. Genau. Also sowohl in der Serie als auch in echt existiert das nicht, dieses Shipping. Ja, also ich meine, man darf ja noch träumen, ja, deswegen, aber ich gehe auch mal davon aus, es wird keine Romanzen geben. Ich meine, das hat Goose bestätigt, ne? Ja, und dementsprechend kann ich hier, glaube ich, auch sagen, es tut mir leid an alle, aber Pomni und Jax, das ist leider, das ist leider keine gemeinsame Zukunft da zwischen den beiden. Ist halt so. Okay. It is what it is. It is what it is, richtig. Du hattest gerade Murder Drones auch erwähnt. Das heißt, du synchronisierst auch schon andere Projekte neben Der unglaubliche digitale Zirkus? Ja,
aber noch nicht viel. Genau, also ja, ich spreche auch in anderen Sachen mit, aber leider noch nicht so viel, aber ich bin bemüht. Mhm. Also Murder Drones, einerseits, da mache ich das Dialogbuch komplett alleine und auch wieder die Regie zusammen mit Olli. Mhm. Also ähnlich wie beim Digitalen Zirkus, nur dass wir beim Digitalen Zirkus tatsächlich auch beide Buch schreiben. Ansonsten spreche ich da halt so ein paar Hintergrundcharaktere. Most notably Basti in Folge 3 und 4. Most notably, weil es der einzige Charakter ist, den ich tatsächlich in mehreren Folgen spreche. Alle anderen sind gefühlt in der Folge gestorben, in der sie introduced wurden. Oh. Ja, ich spreche halt nur die unnötigen Hintergrundcharaktere so. Ja, ansonsten, ich hatte ein paar kleine Rollen in so einem kleinen Indie-Spiel. Not Another Dungeon, so ein Kartenspiel, so ich glaube, so ein Karten-Dungeon-Spiel halt. Das war es eigentlich auch schon so ziemlich. Aber, was ich zumindest schon mal sagen kann, es ist aktuell noch mehr in Arbeit, wo ich sehr stolz drauf bin. In Form von eigenen Projekten oder? In Form von Sachen, wo ich mitspreche. Okay, sehr gut. Ja, das ist freut mich zu hören. Das heißt, es nimmt Fahrt auf. Was muss man denn so tun, um Synchronsprecher zu werden? Ich meine, seit wie lange machst du das jetzt schon? Also hobbymäßig mache ich es schon länger, aber jetzt, ich sag mal, also die erste, in Anführungszeichen, offizielle Rolle, die ich hatte, war eben in Not Another Dungeon. Das ist jetzt, keine Ahnung, 2022 kam das, glaube ich, raus. Es gibt mehr oder weniger zwei Wege. Diese zwei Wege lauten Schauspielstudium oder Vitamin B. Mit Vitamin B ist prinzipiell einfach gemeint, Kontakte. Hab Kontakte. Das ist im Endeffekt auch tatsächlich der Weg, den ich gehe, weil mir persönlich ein Schauspielstudium zu teuer ist dafür, dass Synchron nur ein kleiner Teil dieses Studiums ist. Aber wenn du dich halt bei einem Studio bewirbst, brauchst du halt eigentlich wirklich entweder ein Studium, was du vorlegen kannst oder halt irgendwelche Expertisen oder halt Leute, die dich weiterempfehlen. Das ist leider so, was halt größtenteils daran liegt, dass Synchron eine ziemliche Vetternwirtschaft ist. Was schade ist, aber it is what it is. Ja, es ist schließlich ein künstlerischer Beruf und die Leute dürfen selber jemanden besetzen, also die Aufnahmeleiter besetzen die Rollen, und wenn du dich gut mit den Aufnahmeleitern stellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch schon wesentlich höher, aber in der Regel kann ich dir da auch nur zustimmen, es braucht eine fundierte Ausbildung, meistens. Es gibt auch Quereinsteiger, ohne Frage, aber die sind halt wesentlich weniger als die tatsächlich eine Ausbildung spezifisch dafür gemacht haben. Ja, einerseits es gibt natürlich auch sehr, sehr gute Quereinsteiger, aber du brauchst halt eben schon diese gewisse Vorerfahrung. Das heißt, entweder du hast dich halt vorher sehr viel damit befasst oder du hast halt eben so eine Ausbildung gemacht, ja. Was waren denn deine Kriterien für die Besetzung der anderen Stimmen? Gute Frage. Also erstmal sei dazu gesagt, einmal, damit wir das hier klar darstellen, alles, was ich gemacht habe, habe ich nicht alleine gemacht, also außer das Sprechen von Jax, aber alles, was ich quasi hinter den Kulissen gemacht habe, habe ich nicht alleine gemacht, sondern in Zusammenarbeit mit Olli Matzke. Ich bezeichne ihn immer liebevoll als mein Co-Regisseur. Genau. Also wir haben auch zusammen uns einfach zusammengesetzt und überlegt, wen können wir besetzen. Ich muss gerade mal so ein bisschen zurückdenken, was so unsere Gedanken waren. Also bei Pomni waren wir uns relativ schnell, relativ sicher, das muss Svenja machen. Wir kennen Svenja jetzt auch schon eine Weile, wir haben schon häufiger mal mit ihr zusammengearbeitet. Auch bei Murder Drones zum Beispiel. Und wir haben halt im Endeffekt, wir haben Pomni gehört und waren so direkt so, ey, das schreit nach Svenja im Endeffekt. Und waren auch sehr froh, dass sie direkt zugesagt hatte. Also generell alle Leute, mit denen haben wir alle schon vorher zusammengearbeitet. Wobei ich dazu auch sagen kann, in Folge 2 haben wir jetzt erstmals auch mehr auf Leute zurückgegriffen, mit denen wir noch nicht vorher zusammengearbeitet haben, um auch unseren Sprecherpool ein bisschen zu erweitern quasi. Aber jetzt beim Pilot explizit. Ich weiß gar nicht mehr die genauen Beweggründe
für alle Besetzungen. Ich glaube, bei Ragatha war es im Endeffekt, da haben wir uns am Ende für Susa entschieden. Da war halt, glaube ich, sehr der Fokus auf diesem sanften Mütterlichen. Und wir wussten, dass sie das sehr gut kann. Bei Jax kann ich auf jeden Fall noch sagen, auch wenn es jetzt meine Rolle ist, aber da kann ich zumindest zu sagen, dass ich erst wen anders vorgeschlagen hatte. Und Olli dann aber auf mich zukam und meinte, ey, möchtest du das nicht einfach ausprobieren? Und ja, dann habe ich es einfach mal ausprobiert und muss dazu sagen, wir haben dann auch einfach komplett den anderen Sprecher, den ich eigentlich vorgeschlagen hatte, ignoriert und ihn einfach gar nicht mehr angeschrieben. Also es tut mir leid, du hättest Jax werden können, aber... Das ist manchmal in dem Business auch so, dass man gefragt wird, ob man theoretisch die Rolle nehmen würde, ja, ob man dafür Zeit hat, ob das passt. Aber dann heißt das nicht auch automatisch, dass man die Rolle bekommt, beziehungsweise, dass man überhaupt nochmal eine Rückmeldung bekommt, oh, du bist es nicht geworden, sondern dann meldet man sich einfach nicht mehr. Das ist tatsächlich normal in diesem Business. Ich meine, wir haben ihm halt gar nicht erst geschrieben gehabt, deswegen. Also er hat nicht auf eine Antwort gewartet. Ach so, das heißt, ihr hattet euch gar nicht gemeldet. Ja, genau, im Endeffekt noch, bevor ich wollte ihn eigentlich anschreiben, bevor ich das gemacht habe, meinte Olli dann aber so, hey, mach du das doch einfach. Und dann war ich so, okay. Na gut, dann weiß er zumindest nicht, dass er theoretisch Jax hätte werden können. Ist ja auch okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es ihm sogar irgendwann mal dann gesagt. Weiß ich gerade nicht. Hattest du dann eigentlich gar nicht vor, eine andere Person, beziehungsweise einen anderen Charakter zu synchronisieren? Weil du hattest ja bei Jax jemand anderen vorgeschlagen. Na gut, also eigentlich hatte ich gar nicht vor, eine Charaktere zu synchronisieren. Bis halt eben Olli mit der Idee um die Ecke kam, probier du doch mal Jax. Also es gäbe, die andere Charaktere wären bestimmt auch spaßig gewesen, aber ich glaube auch, ich hätte auf keinen anderen gepasst. Also wärst du dann eigentlich nur in der Regie geblieben, oder? Genau, Buch und Regie. Okay. Ich dachte eigentlich, dass das wäre das Einzige, was ich hier machen muss, aber dann bin ich Jax geworden. Das heißt, ihr kennt euch untereinander im Cast. Kennt ihr euch auch in echt? Habt ihr euch auch schon mal selber getroffen, in Person? Also manche habe ich schon getroffen, manche nicht. Also wie jetzt vielleicht aus den Fragen vorher man rausgehört hat, im Endeffekt, wir arbeiten halt online. Das heißt, wir fahren nicht in ein Studio und nehmen dann in diesem Studio auf. Das ist alles Heimaufnahmen. Deswegen heißt es, habe ich definitiv noch nicht alle in Person getroffen. Wen ich schon getroffen habe, war Olli natürlich. Olli habe ich schon mehrfach getroffen. Vanessa, unsere Sprecherin von Subel. Die habe ich schon mehrfach auch getroffen. Und Nils, den Sprecher von Kane, den habe ich auch schon getroffen. Ja, alles sehr schöne Stimmen. Jetzt ist mir gerade eben noch eine Frage wieder eingefallen, die ich dir eben stellen wollte. Du hattest ja gesagt, du möchtest deinen Sprecherpool erweitern. Also ich glaube, die Sprecher, die aktuell gerade sprechen, sind ja nicht Synchronsprecher oder haben nicht wirklich offiziell professionell viel gesprochen. Wir arbeiten sehr viel mit sehr frischen Sprechern, ja. Also manche standen noch nie im Studio vorher, ja. In einem Synchronstudio. Manche schon. Also gerade bei Murder Drones ist es so, da arbeiten wir zum Beispiel mit Bojan Vucetic oder Jan Rutten. Auch, wie gesagt, relativ am Anfang stehende Sprecher, die aber definitiv schon die ein oder andere Rolle hatten. Aber jetzt beim Digitalen Zirkus explizit ist es, glaube ich, sogar noch mehr. Zumindest in Folge 1 so. In Folge 2 haben wir auch dann schon wieder ein paar mehr Leute, die auch definitiv schon den einen oder anderen Eintrag in der Synchronkartei haben. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir gehen jetzt mal so ein bisschen mehr wieder zum digitalen Zirkus, denn da gab es auch ein paar Fragen bezüglich zur Serie. Unter anderem, was für Schimpfwörter wurden denn eigentlich in dieser einen Szene von Pony gesagt, die dann zensiert wurden? Das Schöne ist, dass ich ja wusste, dass genau diese Frage auf mich zukommt, weil das ja der Ursprung eigentlich war, wie das Interview überhaupt zustande kam. Und du musst dir vorstellen, ich habe meinen gesamten PC durchforstet, um dann festzustellen, dass ich die alten Aufnahmen von Pomni gar nicht mehr habe. Und habe dann erstmal Svenja angeschrieben in aller Panik, war so, ey, hast du noch die alten Aufnahmen? Kannst du mir die schicken? Weil ich das selber gar nicht mehr wusste, denn im Skript... Im Dialogbuch haben wir tatsächlich einfach nur geschrieben, zensiertes Fluchen und dann so ein paar Beispiele genannt. Aber was genau sie jetzt gesagt hatte, wusste ich natürlich nicht mehr.
Das heißt, ich habe mir von ihr die Aufnahmen geholt und ich habe mir rausgeschrieben, was genau sie gesagt hat. Ich hatte kurz befürchtet, dass diese Aufnahmen und alles verloren gegangen wären. Svenja hatte die Aufnahmen noch und hat sie mir dann auch rüber geschickt. Also, sie sagt in folgender Reihenfolge, sagt sie, verdammte Okay. Jetzt wissen wir es tatsächlich. Ja, danke auf jeden Fall. Danke, dass du dir auch die Mühe dafür gemacht hast. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das am Ende, das haben sowieso alle rausgehört. Ja. Aber dazu könnte ich auch eine kurze Anekdote erzählen. Gerne. Und zwar, wir hatten, als wir die Aufnahmen gemacht haben, hatten wir ja noch so eine etwas frühe, unfertige Version von der Animation. Und da waren diese Zensurbalken noch nicht über Mund. Und das heißt, wir haben quasi wirklich die Mundbewegung gesehen. Aber im Ton war schon zensiert. Das war das Lustige. Im Ton war schon zensiert. Und das Ding war halt, dass im Endeffekt die ganze Zeit gab es, glaube ich, keine Mundbewegung so wirklich, weil ja klar war, da kommt der Zensurbalken drüber. Außer bei diesem letzten Bitch, da war so eine starke Mundbewegung in der Animation, dass wir dann tatsächlich gesagt haben, okay, das muss hundertprozentig scheißen, ansonsten ergibt diese Mundbewegung keinen Sinn. Das war auch im Endeffekt die eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir drauf achten, dass am Ende Bitch gesagt wird. Hatte ich dich schon gefragt, was denn deine Meinung zu dem unglaublichen digitalen Zirkus ist? Nein, ich glaube nicht. Das hat sich tatsächlich stark gewandelt. Unter anderem auch dadurch, dass das dann so abgegangen ist, glaube ich. Also als ich es das erste Mal gesehen habe, im Endeffekt, wir wurden angefragt, hey, wollt ihr nicht die Synchro für dieses neue Projekt da machen? Und haben dann so die Storyboards im Endeffekt zugeschickt bekommen, damit wir uns das Ganze einmal ansehen können und sagen können, ob wir die Kapazitäten haben, blablabla. Hm. Und ich habe mir quasi diese vollständige Storyboard-Folge angesehen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich halt noch gar keine Animation gesehen habe, weil ich weiß auf jeden Fall, die Animation trägt ja viel dazu bei, zum Charme vom digitalen Zirkus, diesen bunten, cartoony Stil. Also ob es vielleicht daran lag, dass ich nur die Storyboards gesehen habe oder so. Aber im ersten Moment habe ich mir so gedacht, so ja, ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Da denke ich, dass Murder Drones zum Beispiel, habe ich tatsächlich so gedacht, so ja, Murder Drones, denke ich, ist doch schon besser und das wird nett, aber mehr auch nicht. Und natürlich durch die Arbeit daran hat sich meine Sicht schon ein bisschen verändert. Ich hatte dann natürlich auch Spaß damit, mit einigen Leuten zusammenzuarbeiten und so. Aber ich glaube, so richtig gereilt, was für ein Potenzial auch diese Serie einfach hat, habe ich erst, als es dann auf einmal so durch die Decke ging. Und auch jetzt, wie gesagt, nachdem wir jetzt an Folge 2 gerade arbeiten, muss ich doch sagen, mittlerweile ist meine Meinung doch sehr, sehr positiv. Also ich mag die Serie sehr und ich freue mich darauf, was noch so kommt. Ja, ich auch. Also ich habe die zum ersten Mal gesehen tatsächlich und mich hat es sehr überrascht. Also mich hat sie sofort gefangen. Irgendwie hatte ich nie so Kontakt mit Serien, die so einen eher dunkleren Humor haben. Es waren viele Elemente in dieser Serie drin, die ich zuvor noch gar nicht so gesehen habe. Und das hat mich halt eher überrascht. Und deswegen fand ich die Serie irgendwie viel intensiver wahrgenommen. Also sie war viel mehr präsent bei mir als bei anderen Serien. Weil wenn ich jetzt so auf eine typische Netflix oder Amazon Prime Serie da gucke, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Es ist, da wird sich wesentlich weniger getraut. Die Serie macht schon viel anders, ja. Die nächste Folge müsste ja auch bald kommen, hoffentlich. Also bald ja, aber wie bald, sage ich nicht. Ich hoffe, wir müssen nicht ein Jahr lang warten, wie bei Murder Drones das der Fall war. Das ist ja schon bekannt, zumindest in welchem Zeitraum. Genau. Ob das dann auch wirklich alles so stimmt und auch so passieren wird, das wird die Zeit sagen. Warum glaubst du, dass Jax die Maske von Gänge bewusst zerbrochen hat? Meinst du, da ist etwas Tieferes an Bedeutung oder ist das einfach nur sein Charakter-Trait gewesen? Ich finde es erstens lustig, dass die Frage voraussetzt, dass ich davon ausgehe, dass er das bewusst gemacht hat. Tue ich auch, aber bin ich einfach eine Fragestellung, ja, lustig. Nee, ja, also ganz ehrlich, einfach weil er ein Arsch ist. Das ist alles. Ich gehe nicht davon aus, dass da mehr hintersteckt, als er ist einfach ein. Ja, das erinnert mich gerade sofort an die Situation da, wo er Gänge wegschubst und, ah nee, das ist out of context, nee, out of character.
und schubst sie weg. Also das war wirklich ein sehr legendärer Moment. Hat mir sehr gut gefallen. Auch solche Momente haben mir die Serie sehr schmackhaft gemacht. Also es gibt da... Ja, der Humor ist schon, der ist schon cool. Die Outtakes. Gibt es da welche? Ja. Kriegen wir da welche? Gibt es Outtakes, die du uns theoretisch zeigen könntest, die wir hier einblenden könnten, ohne dass du dich komisch fühlst? Ja, also ich habe mir die Outtakes jetzt nochmal angehört. Ich hatte die damals schon zusammengeschnitten. Die waren jetzt nicht zu crazy, aber ich denke, ich kann die rüberschicken, klar. Halt die Katheter. Ich kann den Raum. Ich kann den Raumschiff nicht hören. Oh, das bist du also? Weißt du, es wäre nett gewesen, mich erst zu fragen, ob ich einen solchen Augenkrebs erleiden will oder nicht. Da war der Text falsch. Oh, das bist du also. Weißt du, es wäre nett gewesen, mich erst zu fragen, ob ich... Er hat mich gegeben, euch das hier zu beten. Genau. Oh nein, Zubel ist tot. Anyway, wollen wir was zum Knabbern nun? Also dieser Satz, wollen wir was zum Knabbern holen? In der Zeit, Alter. Wollen wir was zum Knabbern holen? Oh, da ist der Text. Kane, ist das einer deiner NPCs oder ein neuer Vollspacko? Denn wenn das ein neuer Charakter ist, müssen wir das ganze Intro neu machen. Dieses ganze Intro, nicht das ganze Intro. Kane, ist das einer deiner NPCs? Non-playable character. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen mehr ins ganz Persönliche, wenn du Lust hast. Was war denn so dein Kindheitstraumberuf? Es war erstaunlicherweise nicht Synchronsprecher. Ich weiß, in der Grundschule wirklich hatte ich immer den großen Traum, den sehr allgemein gehaltenen Traum. Ich habe es damals als Erfinder bezeichnet. Ich habe sehr viele hier so Donald Duck Comics gelesen, ja. Und so. Es ging für mich immer sehr viel in Richtung Daniel Düsentrieb. Ich wollte immer einfach irgendwelche dummen, lustigen Maschinen bauen und so. Mhm. Einfach weil ich das Konzept davon irgendwie ganz, ganz lustig fand. Als dann ich überlege gerade, es ging, als dann so in tatsächlichere existierende Berufe ging, sag ich mal, habe ich sehr, sehr lange überlegt und kam sehr lange auf nichts. Also was ich definitiv ganz gerne gemacht hätte, also jetzt sind wir eigentlich schon nicht mehr im Kindheitsbereich, aber halt mich irgendwie mit Kunst und Animation selbstständig zu machen oder aber als Entwickler. Ah ja, stimmt. Du entwickelst auch. Du machst deine eigenen Spiele. So war ja, das ja, so. Ich mache so ein paar kleinere Spiele mal hier und da, aber auch nicht mehr so aktiv, aber will ich wieder. Mhm. Wenn man halt dazu kommt. Ja, aber am Ende habe ich dann halt irgendwann für mich realisiert, nee, also von all den Sachen, die ich gerne mache, ist Synchron schon so das eine Ding, was mich am meisten begeistert. Begeistert dich dann jetzt mehr sozusagen das Management zu machen? Also die Agenda eines Tonstudios zu sein oder das Sprechen einer Figur? Also ist da eher, gibt es da eine Gewichtung, zu der du eher tendierst, was du eher in Zukunft lieber machen wollen würdest? Definitiv das Sprechen. Ich liebe es, also das Einzige, was da noch wirklich rankommt, ist das Dialogbuch schreiben. Mhm. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten halt wirklich das Sprechen. Also ich habe natürlich auch Spaß in der Regie und in der Besetzung, keine Frage. Aber wirklich aufgehen tue ich dann doch eher im Sprechen und überlegen, wie ich den Charakter jetzt korrekt porträtiere. Du hattest gesagt, das Drehbuch schreiben wäre auch ein wichtiger Teil von dir. Du hattest ja auch das Drehbuch geschrieben für Der unglaubliche digitale Zirkus. In Zusammenarbeit mit Olli. Wie viele Freiheiten hattet ihr eigentlich beim Schreiben dieses Drehbuchs? Alle Freiheiten im Endeffekt. Ihr durftet also wirklich alles machen? Ja, also wir haben keine genaue Vorgabe eigentlich gehabt, jetzt so direkt, bei Murder Jones eigentlich auch nicht. Gefühlt vertrauen die uns einfach, dass wir da schon irgendwie was Gescheites zusammenbasteln. Boah, okay, das ist natürlich ein schöner Luxus auch. Das ist ein total schöner Luxus. Ich liebe das total. Müsst ihr, nachdem ihr das Skript geschrieben habt, es nochmal einschicken, um es checken zu lassen, bevor ihr es endgültig einsprecht? Tatsächlich nicht. Haben wir nicht gemacht.
Es wurde nicht, aber auch nicht danach gefragt. Okay, sehr interessant. Ich meine, dann muss da ja eine sehr große Vertrauensbasis einfach das vorhanden ist, sein. Durchaus so. Also das Einzige, was im Endeffekt tatsächlich, was sie vor Release der Synchro von uns bekommen, ist der Titel und die Videobeschreibung. Ansonsten bekommen die von uns die Synchro fertig zugeschickt und die packen es dann einfach so rein und vertrauen uns da, dass wir da keine Scheiße bauen. War dieses Vertrauensverhältnis einfach schon von Anfang an vorhanden oder musste das erst entstehen? Wie kam es eigentlich dazu, dass du auch das Management eben für die deutsche Fassung vom digitalen Zirkus übernommen hast? Also angefangen hat das Ganze ja mit Murder Drones. Wir hatten damals aktiv tatsächlich die Leute von Glitch angeschrieben und haben uns dann mit Glitch und mit dem Zwischenmann Be Multilingual mit der Zwischenfirma quasi auseinandergesetzt. Und wir haben denen damals auch tatsächlich dann Sachen rübergeschickt. Das waren einerseits Samples von Sprechern, die wir quasi, wo wir gesagt haben, ja, die würden wir so besetzen. Und auch schon ein vollständiges Dialogbuch zu Folge 1 haben wir tatsächlich da mit rübergeschickt gehabt, dass sie sich das einmal angucken können. Und da kam es dann halt am Ende dazu, dass uns dann halt gesagt wurde, uns halt angeboten wurde, yo, ihr könnt das gern machen. Die Murder Jones Synchro. Und wie gesagt, dann haben wir natürlich an Murder Jones gearbeitet, dann nach und nach die Folgen dann, die Synchro dann gemacht. Was natürlich sehr verspätet kam. Murder Jones läuft ja schon seit 2022, glaube ich. Genau, und dann kam halt irgendwann, also wir arbeiten im Endeffekt für Be Multilingual, welche von Glitch beauftragt wurden, macht uns eine Synchro und die haben dann uns beauftragt, macht uns eine Synchro, die wir Glitch schicken können, mehr oder weniger. Und genau, und dann hatten sie halt, hatte Glitch dann halt irgendwann Be Multilingual wieder angehauen, war so, hey, wir haben eine neue Serie, macht bitte für uns die Synchro. Und weil wir ja schon an Murder Drones auch gearbeitet haben, das heißt, wir kannten natürlich schon Glitch und die grobe Richtung, in die das Ganze geht. Und natürlich hatten wir auch vorher schon die ganzen Teaser und so zum digitalen Zirkus gesehen. Da hat Be Multilingual, haben die uns halt angeschrieben, waren so, hey, Glitch hat da was Neues und ihr habt ja schon Murder Drones gemacht, also wollt ihr das nicht auch wieder machen? Wie gesagt, und dann haben wir diese Storyboards geschickt bekommen. Natürlich haben wir auch schon vorher da, weil wir die ganzen Teaser gesehen hatten, haben wir da vorher natürlich schon so händereibend im Endeffekt gesessen, waren so, bitte fragt uns an und dann kam es dazu. Ja, der letzte Job sorgt für den nächsten. Ja, so ist es jetzt auch gewesen. So ist es auch im Business, vor allem in dem künstlerischen Bereich. Wie war denn deine Reaktion eigentlich auf die Anfrage, die du bekommen hast, ob du die deutsche Fassung für den unglaublichen digitalen Zirkus machen darfst? Wir haben ja vorher schon so ein bisschen drauf gehofft gehabt. Das heißt, natürlich war die Reaktion auf die Anfrage dann sehr, sehr, sehr überschwänglich. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, wann wir genau angefragt wurden, habe dann gesehen, dass ich Olli an dem Tag, an dem Morgen, ich habe ihm um 7.19 Uhr geschrieben, yo, what, als könnten wir dazu Nein sagen. So, das war im Endeffekt die erste Reaktion, war Olli anschreiben, in Caps Lock, yo, what, als könnten wir dazu Nein sagen. Und dann haben wir natürlich noch weiter erstmal darüber geschrieben und so weiter. Wir waren sehr, also Ollis Antwort war dann auch, also wir waren sehr, sehr glücklich. Genau, wie lange hat es denn eigentlich gedauert, die Pilotfolge zu synchronisieren? Die gesamte Folge? Von Anfang bis Ende? Also ab dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, die Aufnahmen zu machen, oder schon quasi ab dem Zeitpunkt, wo wir zum Beispiel angefangen haben, das Skript zu schreiben, wirklich? Ich würde tatsächlich alles mit rein einbeziehen, weil ihr müsst ja alles so oder so bei jeder Folge neu machen. Also auch, ihr müsst ja auch das Drehbuch schreiben wieder für die nächste Folge. Ich schaue gerade mal, wir haben ja etwa, ja, 5,5 Wochen etwa. Besitzt du eigentlich einen Jax Plushie? Als Jax, ist doch eigentlich Nein. selbstverständlich. Warum nicht? Tatsächlich nicht. Warum nicht? Weil es teuer ist. Teuer? Ja, also der Plush an sich wäre nicht mal so teuer, aber das Problem ist eher die Lieferkosten, glaube ich, oder? Lieferkosten und Steuern und alles. Was ich besitze, ist ein Uzi Plush aus Murder Jones. Der wurde mir nämlich geschenkt von Olli und Vanessa. Aber den Jax Plush, ich will ihn mir noch holen.
aber habe ich noch nicht. Könntest du mal halt die Kathete sagen? So wie es Jax gesagt hat. Ja, davon muss ich mir jetzt einmal kurz... Jetzt sieht man auch den Prozess, wie man sich darauf vorbereiten muss, auf seine Rolle, auf seine Figur. Also ich meine, der große Unterschied ist jetzt schon mal, dass ich hier gerade sitze und nicht stehe, aber... Halt die Kathete! Wer ist denn eigentlich dein Vorbild bezüglich Synchronsprechen? Gibt es da jemanden? Gab natürlich immer mit der Zeit so einige, wo ich sagen muss, also einfach quasi mehr oder weniger, ich sag mal, Lieblingssprecher oder Leute, wo ich sage, boah, krass, was die so alles können. Mit Marco Esa. Willy Wonka. Genau, eben, also im Wonka-Film habe ich ihn, also ich kannte ihn auch vorher schon, aber da muss ich sagen, da habe ich ihn richtig lieben gelernt. Man muss einfach sagen, krasse Arbeit, die der Typ leistet. Hm. Ansonsten, wen ich auch sehr, sehr stark finde, ist Christian Zeiger. Der ist zum Beispiel der Sprecher von Tom Holland. Ah ja, Spider-Man. Ich habe nämlich letztens, Christian Zeiger kenne ich natürlich auch schon von mehreren Sachen. Aktuell schaue ich zum Beispiel auch ganz gerne die Dice Actors. Das ist so eine Gruppe an Synchronsprechern, die Dungeons & Dragons spielen. Und da ist er eben auch mit bei. Aber besonders wirklich lieben gelernt habe ich ihn jetzt auch über Spider-Man tatsächlich. Ich habe mir nämlich die Tom Holland Spider-Man-Filme angesehen letztens. Mhm. Und ich habe ihm jedes Wort so abgekauft, dass ich wirklich sagen muss, Alter, krasse Leistung. Wirklich krasse Leistung. Und... Aber jetzt so rein vom Sprechen her würde ich sagen, Marco Esa und Christian Zeiger. Tim Schwarzmeier finde ich zum Beispiel auch sehr, 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 sehr guten Sprecher. Den mag ich aber auch einfach als Person sehr gerne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Dice Actors schaue, Tim Schwarzmeier ist da auch mit bei. Er ist einfach ein lustiger Kerl. Also jetzt zuletzt kannte ich ihn zum Beispiel als Senku aus Dr. Stone. Ah ja, Dr. Stone, okay. Genau. Stimmt, du magst Anime hier, richtig? Ja. So war das, ja. Bist du denn selber auch zufrieden mit deiner Stimme, wie sie eben ist? Also bist du da mit dir im Reinen? Findest du magst deine Stimme? Würdest du sie gerne etwas anders haben? Mittlerweile bin ich deutlich mehr im Reinen mit meiner Stimme als früher. Also ich weiß nur noch, meine Mutter hat sehr lange auf meinen Stimmbruch gewartet, weil ich eine sehr, sehr nervige, hohe Stimme hatte. Sehr lange. Worüber dann alle sehr froh waren. Das klingt so fies. Aber tatsächlich... Nee, ich hab als Kind auch einfach sehr viel geredet und dann hatte ich halt so eine nervige Stimme, deswegen hat meine Mutter immer gesagt, bitte komm in den Stimmbuch. Ja, aber mittlerweile, ich habe auch natürlich am Anfang, als ich angefangen habe, so Sprechen auch hobbymäßig zu verfolgen und so, hat es natürlich immer ein bisschen gedauert, aber es ging tatsächlich sogar vergleichsweise schnell, glaube ich, dass ich halt, ne, wenn man halt Aufnahmen macht und die immer wieder hört, natürlich irgendwann... kommt der Punkt, wo man mit seiner Stimme dann im Reinen ist und grob weiß, was man damit anfangen kann. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann genau dieser Punkt kam. Ich würde vermuten, dass das sogar vergleichsweise schnell war. Hm. Aber ja, also es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich mit meiner Stimme dann im Reinen war und auch immer noch bin. Das heißt, keine Sorge an alle, die vielleicht mit ihrer Stimme noch nicht ganz so zufrieden sind, vielleicht noch ein Stimmbruch erwarten. Das passiert alles, ja. Auch bei mir war das so. Also bei mir bin ich sehr schnell ein paar Nuancen, oder was heißt Nuancen, sogar Oktaven tiefer gegangen. Das ist aber auch eine sehr, das ist aber auch eine vergleichsweise tiefe Stimme. Sehr ruhig und angenehm. Danke. Ja, vielleicht mache ich mal ein Hörbuch. Okay, dem gehen wir direkt weiter. Es soll ja nicht hier um mich gehen. Bist du denn ein Sportlicher? Absolut nicht, nein. Nein? Nein, also Sport hat mir noch nie wirklich gelegen. Ich habe in der Grundschule habe ich mal Fußball gespielt. Bin da tatsächlich am Ende ausgestiegen, weil mir das Training zu hart war. Ja. In der Schule war Sport auch immer mein schlechtestes Fach. Oh. Also das also es ging immer. Ich habe halt immer durch restliche Beteiligung irgendwie noch was rausgeholt. Aber tatsächlich, also am Ende im Abitur werden Noten weggestrichen, genau. Die für eine Verschlechterung sorgen. Und tatsächlich aus allen vier Quartalen, vier Halbjahren, wurde Sport bei mir weggestrichen. Wow. Ich glaube, bei mir war es Latein oder so. Konsequent. Ja, also nicht sportlich bin ich definitiv nicht. Hast du denn eine Lieblingssportart? Von den Sportarten, die es halt gibt? Schach. Schach. Schach, ja, ich spiele auch. Okay, warte mal. Jetzt, ich spiele auch Schach. Gibt's da ein Rating?
Ich bin auch nicht gut in Schach. aber ich mach's lieber als jede körperliche Sportart. Ja, cool. Ich bin nämlich auch gerne Schach, deswegen. Ich bin aber auch nicht wirklich gut. Also ich bin da auch. Ich schleiche da irgendwo bei 1000 rum. Zu Schach kann ich noch was sagen. Ich habe mal irgendwann in der Grundschule an so einem Schachturnier teilgenommen. Und ich war vorletzter Platz. Oh. Und ich war nur deswegen nicht letzter, weil ich ein einziges Putt erspielt habe und dadurch einen halben Punkt hatte. Und der unter mir hatte wirklich gar keinen Punkt. Also. Cool. Was tust du denn so in deiner Freizeit? Also schaust du viel? Wenn ja, wen schaust du so jetzt im YouTube-Bereich? Oder was gibt es sonst noch, was du so gerne als Hobby machst? Also schauen tue ich sowieso viel Serien, Filme, hauptsächlich Serien. Aber wenn wir jetzt von YouTube explizit ausgehen, YouTuber, die ich gern schaue, also aktuell, ich meine Simplicissimus, Space Frogs, ja. So in der Richtung bin ich auf jeden Fall viel unterwegs. Also educational auch. Ansonsten schaue ich auch ab und zu mal so ein bisschen Gaming-Content ganz gerne. Die Buben, also My Flashware, Vitas of Gaming. Ah, wow, ja, das waren meine Lieblinge, also mit denen bin ich aufgewachsen. Ja, das ist die Ecke, die schaue ich immer noch super gerne. Ich hänge tatsächlich auch erstaunlich viel auf YouTube Shorts rum. Da dann so mehr so Comedy-Sketch-mäßig, so Fabi Rommel oder so. Oder auch Plankton. Plankton, sehr, sehr cool. Ja, genau, den schaue ich auch gerne, ja. Aber der kommt meistens so in meinen Feed rein und dann schaue ich es mir gerne an. Das ist so auf jeden Fall da, wo ich unterwegs bin. Was wäre jetzt noch andere Teil der Frage? Was ging es auch noch um andere Sachen oder nur YouTube? Genau, ja genau, ob du noch andere Hobbys hast, außer. Achso, andere Hobbys noch. Also ich zeichne und vor allem animiere ich sehr gerne, so 2D-Animation. Ansonsten, was will ich noch außer Zeichen-Animation? Natürlich, wir haben es vorhin schon angesprochen, kurz Programmierung. Ja. Das ist so geil. Aktuell, wie gesagt, ein bisschen weniger aktiv, aber ich habe Ideen und ich will sie umsetzen. Hast du dir das selber angeeignet, Computersprachen? Jein, also begeistert dafür haben mich mein Vater und mein Bruder im Endeffekt generell für Informatik gedöns. Also ich habe eine lange gesucht nach einer Engine, in der ich arbeiten möchte. Ich habe erst Unity probiert, Unity war mir zu kompliziert. Und dann bin ich am Ende auf Godot gestoßen. Oh ja, benutzt sie nicht ihre eigene Programmiersprache? GDScript. Ja. Also man kann auch in ich glaube, C-Sharp und C++, glaube ich, auch drin coden, aber GDScript, darauf ist halt das meiste ausgelegt. Und deswegen habe ich dann mir tatsächlich ein Tutorial damals angeguckt, wie Godot so funktioniert, wie die Sprache so funktioniert. Das war im Endeffekt ein aber ich fand das Tutorial sehr gut. Das war so eine kleine Tutorial-Reihe, wo man quasi ein ganz kleines, einfaches Spiel programmiert hat und dabei halt quasi gelernt hat. Also er hat im Endeffekt gesagt, okay, jetzt wollen wir das und das machen, machen wir so und so. Sodass du am Ende quasi auch wirklich ein kleines Produkt hattest, was du dann am Ende dir angucken konntest. Und den Rest der Sprache und der Engine selbst habe ich mir dann durch etliches Googlen angeeignet. Cool, ja, also eigentlich sehr viele kreative Hobbys und halt auch das Programmieren. Ich würde es auch als eher kreatives Hobby bezeichnen oder kategorisieren. Cool, ja, also eine sehr kreative Persönlichkeit. Wenn man jetzt darauf zurückgeht, was dein Kindheitswunsch war, dass du irgendwas erfinden wolltest, würde ich auch sagen, ist eher auch was in der kreative Richtung, etwas erfinden, etwas Neues erschaffen. Also irgendwie war es dann irgendwie ja schon von Anfang an bei dir drin und es hat sich dann so gereift. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Jetzt haben wir noch ein paar einzelne Fragen. Es sind echt nicht mehr viele. Bist du denn in echt auch so egoistisch wie der Jax? ich hoffe nicht. Also ich meine, wenn ich jetzt ein absoluter Egoist wäre, würde ich es wahrscheinlich selber nicht realisieren, aber ich hoffe mal nicht, dass mich mein Umfeld irgendwie so wahrnimmt. Würdest du denn mit einer Persönlichkeit wie Jax im echten Leben klarkommen? Also quasi, wenn ich jetzt jemanden vor mir hätte, der... Der so ist wie Jax, richtig. Wie Jax wäre. Glaube ich nicht. Wenn ich jetzt aus anderen Gründen noch irgendwelche anderen Sympathiepunkte für diese Person hätte, dann könnte ich durchaus doch auch mit diesem dieser sarkastischen Art und
So, kann ich mitleben, aber dann muss mir die Person auch mehr bieten als einfach nur das. Ich möchte nochmal anknüpfen zu einer vorherigen Frage, die wir jetzt schon länger gestellt hatten, bezüglich Videospiele und Programmieren. Hast du eigentlich ein Lieblingsvideospiel oder Spiele? Also irgendwelche Videospiele, die du generell gerne spielst? Ich spiele Singleplayer tatsächlich aktuell gar nicht so viel. Ich habe jetzt letztens angefangen, ich habe es immer noch nicht durch, weil ich aktuell nicht so viel dazu komme, Princess Peach Showtime angefangen. Sehr schönes Spiel. Nein, aber ich spiele tatsächlich aktuell sehr viel mit meinen Freunden, The Company. Wir haben gestern tatsächlich nach langem mal wieder Widget gespielt. Codenames haben wir auch letztens wieder gespielt. Oh ja, schön. Also halt einfach irgendwie Spiele mit Gemeinschaftsspiele. Freunden. Genau, gehen immer. Cool, also so eher in die Gemeinschaftsrichtung. Ich spiele aktuell auch noch Celeste im Einzelspieler. Okay, viele Spiele, wir sind so ein bisschen eher auch in die Videospiel- Thematik reingerutscht. Wie findest du Jacks Aussehen? Sein Aussehen? Mit seiner pinken Latzhose. Ja, also er hat halt wieder so ein Design, das teilen sich eigentlich ziemlich alle dieser Charaktere, dass sie sehr simpel gestaltet sind. Also man hat wirklich quasi diese eine Richtung und hat da dann auch wirklich gefühlt alles reingegeben. Also man kann es halt sehr schnell wiedererkennen. Es hat einen hohen Wiedererkennungswert, ist aber halt eben auch, obwohl es eben so simpel ist, sehr effektiv. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr cool finde, ist halt, also einerseits hat er natürlich dieses sehr einheitliche Farbschema, was halt einen hohen Wiedererkennungswert hat. Was ich aber sehr cool finde, ist, dass er so dieses dauerhafte Grinsen drauf hat. Ich finde das eine sehr interessante Designentscheidung, auch zum Beispiel, dass er dadurch seinen Mund fast nie öffnet. Dass er halt quasi, egal was er macht und was er tut, er hat eigentlich immer dieses Grinsen drauf, sodass automatisch, schon wenn du ihn ansiehst, eigentlich irgendwie die ganze Zeit mitschwingt, er ist ein sehr sarkastisches Finde ich sehr schön vom Design-Aspekt her. Hast du mit Gooseworks in irgendeiner Form Kontakt? Nein, tatsächlich nicht. Ja, so trocken wie es ist leider die Wahrheit. Es ist so. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, was so ihre Meinung zu den verschiedenen Synchros und so ist. Das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Ja, gut, es ist aber wahrscheinlich schwierig für sie, weil sie ja die Sprache nicht spricht. Ja gut, aber zumindest halt wie irgendwie, was sie so zu den Stimmbesetzungen sagen. Ah, okay, ja, interessant. Ja, das ist generell interessant. Hast du dir auch mal die Synchros von den anderen Sprachen die angeguckt und sie da mal verglichen? Also nicht vollständig, aber so ein paar einzelne Clips tatsächlich mal, ja. Es gibt ja auch diese Multilanguage-Videos. Und was war da so deine Erkenntnis, die du daraus gezogen hast? Wenn es eine gab, also, muss keine geben. Es ist gerade doof, weil ich mich beim digitalen Zirkus nicht mehr hundertprozentig dran erinnere. Ich weiß nur noch, bei Murder Drones muss ich sagen, die französische Synchro ist ziemlich gut. Beim digitalen Zirkus, da gab es auch... War es die spanische Synchro, glaube ich? Die hatte mir ziemlich gut gefallen. Von dem, was ich so raushören konnte, vom Schauspiel und von den Stimmen her. Mhm. Was auf jeden Fall auch noch war, die ukrainische Synchro. Daran erinnere ich mich noch. Die war nämlich sehr cursed. Der ukrainische Bubble. der klingt unfassbar cursed, weil er so einen ganz komischen Stimmeffekt drauf hat, ja. Die Stimme so richtig seltsam hochpitcht und einfach gefühlt dämonisch klingen lässt. Das ist unfassbar komisch. Das ist interessant, dass du diese Frage, das ist jetzt auch tatsächlich schon die letzte. Wie heißt du mit echten Namen? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Schön, wirklich. Das ist die letzte Frage. Das ist am letzten. Wie nennt man dich eigentlich, ja? Hallo, mein Name ist Julian Gürke. Kann man auch relativ einfach herausfinden, wenn man googelt, wer ist die deutsche Stimme von Jax oder so. Ihr findet mich auf Twitter, Instagram und YouTube. Und theoretisch auch TikTok, aber da mache ich nichts mehr. Genau, das werdet ihr dann auch alles in der Videobeschreibung finden können, falls es euch interessiert. Ich glaube auch eigentlich ganz gut, dass am Ende jetzt nochmal sehr präsent man weiß, wie du heißt. Na, das bleibt dann wahrscheinlich hoffentlich auch am längsten im Kopf dann. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten, so gut wie es möglich ist. Ja, vielen Dank für die Einladung.